So, schönen guten Tag. Ich bin Tim Melzer und ich koche Ihnen heute ein wunderbares vegetarisches Gericht. Das schmeckt zwar total scheiße, aber ich muss aber vorne damit Geld verdienen. So, wir haben hier... Das musst du wissen, du hast das Brötchen geschlagen. So, als erstes nehmen wir kochen heute ganz altertümlich. Dann nehmen wir erstmal... Pass auf, stellst du Atemkotze. Zum Stein, den habe ich vorne von der dritten Ecke, wo die Direktoren immer hinpacken. Hab ich mal weggenommen, das sieht auch ziemlich aus. Das ist der Direktor, Alter. Ja, sieht man. Ja, dann kann man sie genauso aus. So, so, das hat meine reizende Assistentin. Hat sie hier hingelegt. Ich hatte, wovon wo hast du das? Guck mal, da vorne liegen noch so eine gelben Dinger da. Die holst du mir mal her, der Fleisch verstarb nicht so mal. Die Gemüsebeilage für den Abend. Das heißt eigentlich Gemüsebeilage, weil es gibt nur Gemüse. Der Hautelker, ein paar Mal, die richtig drauf. Yeah. Ich habe übrigens schon mal was vorbereitet. Das ist der Abfall von gestern, den keiner haben wollte. Und dann, das Stampen ist alles schön. Super, wie man sieht. Wunderbar, das ist schon wieder. So, wenn man das mal mit der Kamera kurz zeigen will. Nimm das aber weg! So sieht es dann aus. Das schieben wir einfach in die große Pfanne rein. Unsere Pfanne kommt übrigens eine große Feinplatte von dem Hübenclub, dessen Namen wir hier nicht nennen wollen. Joker! So. Warum machen wir jetzt den Mülleimer auf? Natürlich waren so blöden passen giftigen Stängel dran gelassen. Die wollen natürlich nicht, die giftigen Stängel kommen natürlich niemals ins Essen rein. Deswegen machen wir das auch nicht. So, Scheißbock, das reicht auch schon. So, und dann kann man das wunderbar, wenn man hier aufdrückt. Dann sieht das so wunderbar aus. Das ist übrigens alternativ, manche Leute sagen, das ist Kartoffelbrei. Das ist halt unser Kartoffelbrei, weil ich das auch kenne. Das sieht aber schon sehr lecker aus. Ja, du kannst das mal kosten. Yeah! Wer will irgendwie meine Eltern auf den Tisch? So, meine Damen und Herren, wie man sieht, liegt der ganze Scheiß jetzt hier unten dran. Ne? Kann man jetzt mal aufgepasst, wenn man das rechts dran hängt. So. Ich würde mal sagen, wir müssen ja auch als Verhütungsmittel. Ja, genau. Und dann riecht man das noch ein bisschen an. Und schon kann man dann auch nicht reinhauen. Das war für Melzer. Jetzt habe ich ihm gezeigt, dass man auch mit wenig Geld, Fantasie, was auch immer viel, wenig Werkzeug, ein super Gericht hinkriegen kann. Und die Assistentin wird das jetzt mal essen. Ach, ich weiß nicht, wirklich? Ich hab's mal. Schmeckt auch vorzüglich.